Jo Freunde der Sonne und der Nachtschattengewächse, da bin ich wieder, der eine von den Shisha-Schisten. Und zwar, wie ihr in der Videobeschreibung gelesen habt, heute gibt es eine Anleitung, ein Tutorial, wie man Molasse, Konzentrat von PX1, von Holster, von X-Racher, das sind jetzt so die drei, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, anfeuchtet. Wie das funktioniert, wie man es machen kann. Das hier ist eine Alternative. Es gibt noch andere Alternativen, es gibt noch anderen Tabak etc. Da sind die Dinge ein bisschen verschieden. Aber ich zeige euch jetzt eine. Und zwar, was ihr dafür braucht, ist einmal Molasse. Je nachdem, ich habe jetzt hier PX1 Summer Lemonade. 100 Milliliter, 9,49 Euro. 25 Gramm Super Nubia Dry Rohtabak, 4,40 Euro. Passt perfekt auf die 100 Milliliter. Zeige ich euch gleich. Dann den Aufkleber, den dazugehörigen. Dann die Dose, wo es reinkommt. Und ganz wichtig, schöne Grüße an den Shisha Dollet. Oder wie du auch ausgesprochen wirst, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dein Video gesehen und dachte mir, ach, sowas können wir eigentlich auch mal machen. Weil viele Leute haben nicht die Ahnung, wie es geht. Und ich habe dein Handwerkzeug gesehen und dachte mir so, gute Idee. Ich erkläre euch auch gleich, warum das eine gute Idee ist, dieses Ding zu benutzen. Das ist an sich eine Kuchengabel, kennt jeder, wenn er Kuchen gegessen hat oder Kuchen isst, kennt jeder, der sich in der Küche auskennt. So Leute, also fangen wir an, machen wir erstmal Döschen auf. Sieht an sich nicht groß aus und man denkt so, gucken, ob das alles reinpasst, aber ich zeige euch jetzt gleich, wie, weshalb, warum, wie es funktioniert. So, machen wir erstmal den Rohtabak auf. Ja, Rohtabak ist Tabak, der einfach komplett unbehandelt ist, wo nichts mit gemacht wurde etc. Das hier ist Nubia Super Dry, ist schon gewaschen, bedeutet, nimmt sehr gut die Molasse auf. Wie gesagt, Nubia Super Dry, so sieht das Ganze aus. Einfach nur der Tabak, der eigentlich in Fertigtabak auch meistens drin ist, wenn ihr den kauft. So, dann machen wir das Ganze mal hier rein. Wie ihr seht, das sieht schon ziemlich viel aus und es sieht nicht so aus, als ob es reinpasst. Müssen wir jetzt mal gucken. Macht da ein bisschen was rein, nehmt da die Kuchengabel, drückt das Ganze runter, damit ihr ein bisschen Platz bekommt da drin. Kommt der letzte Rest auch noch rein. So, wenn wir alles drin haben, so sieht das Ganze dann aus. Drücken wir noch ein bisschen runter, ja, damit sich das einfach noch ein bisschen verdichtet. So, und dann kommen wir zum Eigentlichen, ja, das bedeutet die Molasse. Bevor ihr die Molasse öffnet bzw. reinschüttet, schüttelt das Ganze nochmal gut durch, damit sich alles einfach nochmal verteilt. So, dann dreht er das Ganze auf. Ich schütte das Ganze jetzt einfach nur rein. Sieht dann im Endeffekt so aus. Ein bisschen warten, bis sich das runterzieht. Sieht man jetzt hier, wie es schön runterzieht, die Molasse. Warten, zieht sich jetzt durch. So, tun wir den Rest auch noch rein. Wir wollen ja schließlich hier vernünftigen Tabak hinbekommen, ne? So, könnt ihr voll knallen, sage ich mal. Zieht sich mit der Zeit runter. Sieht man jetzt schon schön, wie das hier runterzieht. Ich tue meine Dose jetzt gleich nochmal auf den Kopf für 10 Minuten oder so. Weil da kriegt man noch einiges raus. So, tue ich die mal auf den Kopf. So Leute, während sich das hier durchzieht, zeige ich euch mal, wie es aussieht nach ca. 5-6 Tagen. Und zwar hier habe ich einmal den blauen Engel und einmal den Frozen Joghurt. Die habe ich vor 5 Tagen ca. eingelegt und die sehen mittlerweile so aus. Ja, also wie richtiger Tabak, den man gekauft hat. Das rühre ich jetzt gleich dann auch nochmal um, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also riecht auch schon sehr, sehr top. Sieht eigentlich rauchbereit schon aus, aber der Schein kann trügen. Wie die Leute von PX1 sagen, 3 bis 5 Tage war es, glaube ich, einziehen lassen. Klar geht, man kann es schon rauchen, man hat schon den Geschmack. Wie ich finde, sollte man so Molasse schon mindestens 1,5 bis 2 Wochen einlegen und ziehen lassen. Jeden Tag umrühren und dann sollte das funktionieren. So, wie man sieht, die Molasse ist jetzt eigentlich einmal komplett runtergezogen. So, das Döschen war auch auf dem Kopf. Und jetzt schauen wir mal, was noch bei rauskommt.
kommt noch was rum. Wenn wir das gemacht haben, können wir den Tabak runterdrücken mit der Gabel. Hat einfach den Vorteil, dass durch diese drei Zacken, ja, sieht man jetzt hier, kann die Molasse, wenn ich runterdrücke, hochkommen. Und das bedeutet, ich drücke so gesehen den Tabak unter die Molasse, so dass der Tabak komplett unter der Molasse ist, weil nur dann kann der Tabak auch einziehen, ist ja logisch, ne? So, das machen wir jetzt, wir drücken das Ganze runter und das machen wir überall, so dass der Tabak schön schwimmt, sagen wir mal. Das, was wir alle am Ende, wenn wir rauchen, nicht haben wollen, dass der Tabak schwimmt, müssen wir jetzt machen, damit der Rohtabak überhaupt erst einziehen kann. Und das machen wir jeden Tag. Auch jetzt, wenn in zwei Tagen mache ich zum Beispiel oder morgen, je nachdem, gucke ich mir den Tabak an und dann nehme ich das von unten hoch und tue das hoch, dass der Tabak, der oben war, im Endeffekt komplett unten ist. Dass jeder Tabak einmal oder halt jeder Tabak die Möglichkeit hat, die Molasse komplett aufzuziehen. Ja? Umso dunkler der Tabak auch am Ende wird, umso besser sieht man, wie viel der eingezogen hat. Man sieht jetzt hier, guck mal, der Unterschied, wie dunkel der schon ist. Und der sah vor ein paar Tagen halt auch noch so aus. Wie schön dunkel der sich schon gezogen hat, sage ich mal, mit der Molasse vollgezogen hat. So muss das aussehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt auch rauchen, aber ich glaube, das macht keinen Spaß. Ich glaube, das ist auch eher kein Rauchen, sondern eher ein Verbrennen. So, das ist der ganze Trick bei der Sache. Alles runterdrücken. Sieht man dann hier, dass die Molasse schön rauskommt. Ich kann es mal hier noch zeigen. So muss das aussehen. Der Tabak muss schön da drin schwimmen. Wieder auf dem Deckel stehen lassen und wie man sieht, es kommt immer noch ein bisschen was raus. Ja, wir wollen da nichts verschenken. Wir wollen ja das Maximum da rausholen. Lassen wir mal tröpfeln. Mal gucken, ob ich das hier hinbekomme, so hinzustellen. So, stellt da einfach so rein, kann aus beiden Seiten noch was raustropfen. Habe ich bei den ersten Sorten auch gemacht. So Leute, wie gesagt, das Ganze lasse ich jetzt nochmal 10 bis 15 Minuten so stehen, damit alles schön rauskommen kann an der Molasse. Danach packt man den Aufkleber drauf, einfach für die Form, ja, damit das auch sehr schön aussieht, damit man auch weiß, was drin ist. Ich lege jetzt gleich noch die restlichen drei ein, die ich habe. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, wie es geht, wie es funktioniert. Eigentlich ziemlich easy. Man muss es vielleicht noch einmal gesehen haben, wie es funktioniert und dann traut man sich da eventuell selber dran. Ich kann es verstehen, wenn man da sich nicht ganz selber rantraut und sagt, kriege ich das hin, nachher schmeiße ich Geld aus dem Fenster. Ich bin im Tabakshop meines Vertrauens gewesen, in mehreren Tabakshops meines Vertrauens gewesen und dachte mir so, was kaufe ich mir an Tabak? Ja? Es ist momentan nichts auf dem Markt, wo ich sage, boah, diese Sorte, diese Frucht, diese, boah, keine Ahnung, diese Mischung muss ich ausprobieren, ja. Also es ist in letzter Zeit so, dass viel mit Menthol rauskommt, viel Kiwi kommt jetzt gerade raus, Grapefruit, Orange, Zitrone, Melone. Und ich dachte mir so, komm, bestell mal was, wo du sagst so, boah, geil, das kriegst du nicht fertig gemischt in einem Tabak, sondern das musst du selber anfeuchten. Und PX1, muss ich sagen, habe ich drauf geguckt, macht sehr individuelle Geschmäcker. Jetzt Frozen Joghurt, Blauer Engel, Kiwi-Joghurt, ja, dieses Joghurtmäßige. Hier ist Summer Lemonade, Gurke mit Limette. Das sind so Sachen, wo ich sage, geil, hast du noch nie großartig geraucht? Probierst du mal aus. Wie gesagt, deswegen habe ich es mir geholt, knapp 100 Euro gezahlt hier für PX1, ansonsten noch anderen Tabak geholt, Chaos. Ja, wer mal was anderes haben will, sollte sich auf jeden Fall mal Molasse bestellen, auch bei Holster. Die haben auch sehr, sehr nette Sorten, haben wir schon ein paar Sachen probiert, reviewed und ich muss sagen, die Sachen haben wirklich gut geschmeckt. Auch wenn es, sage ich mal, nur eine Frucht war, wo, soweit ich weiß, kommen jetzt auch neue Sorten raus. Kriegen wir jetzt auch was zugeschickt. Zeigen wir euch dann auch. Aber die Sachen schmecken sehr gut und vor allen Dingen der Vorteil bei Molasse ist, ihr könnt selber entscheiden, wie feucht ihr euren Tabak haben wollt. Ja, wenn ich den jetzt nicht ganz so feucht haben möchte, dann mache ich ja einfach weniger Molasse rein, sage ich mal.
kann man selber mit rumspielen. Ich kann auch weniger Tabak reinmachen, dann ist der Tabak ein bisschen feuchter, dann habe ich ein bisschen überschüssige Molasse, wie auch immer. Ja, Leute, so, das war im Endeffekt die Anleitung. Macht es nach, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal gemacht habt, wie ihr das fandet, ob ihr es besser findet, als normalen Tabak zu kaufen, oder ob ihr Nachteile daran seht oder halt auch Vorteile. Wir würden uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonnieren würden wir uns auch sehr drüber freuen. An der Stelle auch einen lieben Dank an alle unsere Abonnenten. Wir haben jetzt die 2000 geknackt, sind jetzt knapp drüber, haben jetzt lange nichts rausgebracht und sind jetzt wieder in der Aufnahmephase, wo wir sagen, komm, wir hauen jetzt wieder ein paar Videos raus, weil wir brauchen auch mal ein bisschen Zeit für uns. Ja, wenn ihr uns feiert, abonniert uns gerne, gebt uns einen Daumen hoch und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich feuchte jetzt noch die anderen Sorten an und dann schaut euch einfach die nächsten Videos an. Also, macht euch keinen Kopf, sondern raucht euch einen Kopf. Haut da rein.